Fietentours Sportreisen. Dank der Event-Profis aus Düsseldorf saßen die Kunden nicht nur in der ersten Reihe. Sie waren live dabei. Ob nun bei den beliebten Fietentours-Partys im Wohnzimmer des Gastgebers. Hat eine fantastische Europameisterschaft hier organisiert, die unglaubliche Stimmung erzeugt hat. Wir haben es hier mit unseren Gästen erlebt. Alle sind sowas von begeistert und haben sich richtig von der Atmosphäre anstecken lassen. Alle Fußballvölker aus Europa wurden zu Brüdern und Schwestern. Und noch einmal ein Riesenapplaus. Aber vorher ist doch noch Olympia. Und Fietentours mit Moderationsass Petra zeigten sich erneut von der besten Seite. Und wir wollten eigentlich immer wieder Talks und Interviews, Informationen aus erster Hand. Ja, es war wirklich kaum vorzustellen, dass wirklich alles rechtzeitig fertig wird. Chaos ist ja ein griechisches Wort und viele Griechen haben uns ja im Vorfeld gesagt, wartet's ab, in letzter Minute wird alles klar sein, alles fertig sein und tatsächlich haben sie es geschafft. Ich weiß nicht genau, wie es nach den Olympischen Spielen aussieht, ob dann alles zusammenbricht, aber soweit hat alles gut geklappt. Unsere Gäste mussten sich ein bisschen eingewöhnen, weil doch einiges eben dann noch nicht ganz rechtzeitig fertig war, aber im Laufe der Zeit ging das eigentlich ganz gut und wir haben keine Beschwerden. Wir haben eigentlich nur positive Stimmen gehört und da bin ich sehr, sehr froh, weil ich hatte doch wirklich Schlimmeres erwartet. Portugal, Athen, wochenlang gnadenlos, knallharte Arbeit. Für Fietentours gibt es wenig Platz zum Ausruhen. Jetzt geht es erstmal nach Hause dann. Was steht denn noch auf dem Programm im Jahre 2004, beziehungsweise wo kommen die nächsten Highlights? Ja, für Fietentours ist eigentlich jetzt so das Jahr gelaufen. Wir haben wahnsinnig viel geschuftet und jetzt haben wir erstmal wieder 2 Jahre Pause. Nicht ganz. Nächstes Jahr steht natürlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Helsinki an. Handball in Tunesien. Das sind Highlights, auf die wir uns freuen. Aber ansonsten marschieren wir mit großen Schritten auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land zu. Und da haben wir auch sehr hohe Erwartungen und glauben auch, dass wir da einiges bewegen können, wenn wir viele Gäste aus dem Ausland in Deutschland begrüßen können. Unter anderem. Und die werden Stimmung machen, das kann ich garantieren. Da hoffe ich drauf. Ja. Petra, herzlichen Dank. Danke auch.